Ich würde vorschlagen, wir starten einfach mal. Und wer noch dazu kommt, kommt einfach noch dazu. Dankeschön, Larissa Bothe. Und Ihnen allen herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur nun schon dritten Ausgabe der Web-Talk-Reihe Konstruktive Kommunikation in der Demokratie, ein Baustein der politischen Bildung. Diesmal unter der Überschrift mit rechten Reden, Ausrufezeichen, Fragezeichen, gibt es Grenzen der konstruktiven Kommunikation. Ich bin Bastian Wirzjoch. Ich arbeite als Reporter unter anderem für den Bayerischen und für den Mitteldeutschen Rundfunk und eins meiner Spezialgebiete ist der Rechtsextremismus. Ich gebe Ihnen eine kleine Vorschau auf unser Programm bis 19.30 Uhr. Im Mittelpunkt steht das Gespräch mit unseren vier Referentinnen und das Gespräch mit Ihnen, denn dieses Format ist von Anfang an interaktiv. Wir laden Sie ein, sich ab sofort einzuschalten. Diskutieren Sie mit, kritisieren Sie, stellen Sie Fragen. Dafür haben Sie zwei Möglichkeiten. Zum einen heben Sie die Hand hier in der Zoom-Leiste. Dann können Sie sich per Mikrofon einschalten oder benutzen Sie den Chat. Schreiben Sie, fragen Sie, kritisieren Sie. Zuständig für diesen interaktiven Teil ist Larissa Bothe von Gegenvergessen für Demokratie. Sie hält den Chat im Blick und sie wird mich gegebenenfalls auch rabiat unterbrechen, sollte eine ihrer Wortmeldungen ganz schnell hier zum Vortrag gebracht werden müssen. Zentral für diese fünfteilige Reihe ist die Publikation Konstruktive Kommunikation in der Demokratie von Gegenvergessen für Demokratie. Und wie in jeder Ausgabe haben wir uns ein, zwei, diesmal einen Artikel herausgepickt, den es heute gilt auseinanderzunehmen, kritisch zu analysieren. Für diesen Abend zentral Dirk Borstels Text mit rechten Reden, Fragezeichen, eine Standortbestimmung. Und auch für diese Ausgabe gilt, meine Damen und Herren, wir haben keine fertigen Antworten für Sie im Angebot. Keine Königswege, keine perfekten Rezepte. Unser Anliegen ist es allein, Ihnen Ansätze aufzuzeigen, Impulse zu setzen und Sie möglicherweise zum Nachdenken anzuregen. Jetzt möchte ich gern die vier Referentinnen begrüßen. Aus Oslo in Norwegen ist uns zugeschaltet Frau Professor Claudia Lenz. Frau Lenz ist Professorin für Sozialwissenschaften an der Norwegian School of Theology, Religion and Society in Oslo. Und Frau Professor Lenz ist Senior Researcher am Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies. Frau Professor Lenz, schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen. Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt sehe ich, dass unsere vierte Referentin uns gerade entschwunden ist. Deswegen herzlich willkommen, Professor Dirk Borstel. Herr Borstel ist Professor für praxisorientierte Politikwissenschaft an der Fachhochschule Dortmund. Und seine Spezialgebiete sind unter anderem Gefährdungen der Demokratie, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Herzlich willkommen, Martin Ziegenhagen, Diplompädagoge, Kommunikationsberater, Supervisor, systemischer Berater und Fachbereichsleiter Extremismusprävention bei Gegenvergessen für Demokratie und Antirassismusbeauftragter des Chemnitzer FCs. Mit in unserer Runde auch und hoffentlich gleich sicht- und hörbar ist Adela Culovic. Sie ist die Jugendbotschafterin von Gegenvergessen für Demokratie. Sie wissen, in jeder Ausgabe ist eine Jugendbotschafterin mit dabei. Und jetzt bekommt mein herzlich willkommen auch richtig Gewicht, wenn ich sage, Adela Culovic, herzlich willkommen. Frau Culovic studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin. Heute arbeitet sie als CVD-Assistentin beim Nachrichtensender Welt. Das sind unsere vier Referentinnen. Ihnen herzlich willkommen. Und ich würde sagen, wir starten gleich. Wir gehen gleich in Medias Res. Herr Professor Borstel, ich möchte Sie als erstes ansprechen. Wir wollen mit Rechten reden. Wir wollen nachdenken über das Reden mit Rechten. Jetzt muss ich Sie als erstes fragen, wer sind denn die
Rechten. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, dass wir uns darüber einigen. Ich habe aus Ihrem Text entnommen ein konzentrisches Eskalationsschema. Da packen Sie alle Rechten in eine Zwiebel. Die äußerste Haut, das ist so der gesellschaftliche Resonanzraum, das sind rabiate Bürger, menschenfeindliche Bürger und ganz im Kern dieser Zwiebel, da haben wir es mit clandestinen Vernichtungstätern zu tun. Ich möchte Sie bitten, Herr Professor Borstel, beschreiben Sie uns diese Zwiebel, damit wir wissen, über welche Rechten wir reden, wenn wir überlegen, ob wir denn überhaupt mit Ihnen reden. Erstmal schönen guten Abend. Wie gesagt, ob wir reden wollen, müssen wir vielleicht ja auch noch diskutieren. Das hängt ja auch von ganz vielen Dingen ab. Es war jetzt auch ein sehr ausnahmsweise mal eher ein persönlicher Text. Die Eskalationstheorie kommt aus der empirischen Rechtsextremismusforschung. Ich bin halt kein Vertreter des Extremismusmodells des Staates. Halte ich nicht so viel von, halt viel von der Kritik. Und in der soziologischen Rechtsextremismusforschung gibt es einfach einen relativ weiten Konsens, dass es sehr unterschiedliche rechte Phänomentypen geben. Diese Zwiebel hat sozusagen eine Gemeinsamkeit, das ist die Ideologie der Ungleichwertigkeit, die hält sozusagen die verschiedenen Muster zusammen. Und uns hat, wenn ich uns sage, was vor allem der Kollege Wilhelm Heidmeier, mit dem ich das zusammen probiert habe, auch versucht habe, empirisch dann nachzuweisen, wir haben immer überlegt, was ist das Gemeinsame und was ist das Trennende. Und wenn Sie sich diese Zwiebel anschauen, war uns immer wichtig, dass es tatsächlich diese Gemeinsamkeit der Ideologie gibt, sowohl bei dem Kern, der im Rechtsterrorismus ist, clandestin, gewaltförmig, Gewalt auch als symbolische Gewalt anwendet, als auch bei denjenigen, die sich möglicherweise selber ja gar nicht als rechts definieren, sondern im Rahmen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zwar schon diese Ideologie haben, aber ein anderes Selbstverständnis. Und dann gibt es sozusagen Gruppen dazwischen. Also mit jedem Schritt, dem man tiefer in diese Zwiebel reingeht, nimmt einerseits die Demokratieferne zu und auch die Ideologiefrequenz oder die Ideologiehärte, aber eben auch die Gewaltbereitschaft. Das heißt, wenn man sich die Muster anschaut, hat man sozusagen einen Resonanzraum. Dann kommt aus unseren Augen, je nach Begrifflichkeit, ich spreche häufig noch vom Rechtspopulismus, der Kollege redet von den autoritären Nationalradikalisten, da sind wir so ein bisschen im Begriffsstreit. Das wäre zum Beispiel die Sphäre, wo zumindest die AfD noch Teile von hat, vielleicht auch gestartet ist. Es gibt sozusagen einen nächsten Kreis, also und wichtig wäre sozusagen bei diesem Kreis, die verstehen sich durchaus noch als Demokraten. Das ist zwar nicht mein Demokratiebegriff, aber man kann auf diesen Begriff noch aufbauen. Wäre das im nächsten Schritt, geht es um rechtsextreme Parteien hauptsächlich, also im Kopf hätte ich da die NPD, von denen völlig klar ist, sie wollen eine Art nationale Revolution haben. Sie haben, das sagt ja auch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, andere grundsätzliche Vorstellungen, sowohl von dem, was ein Mensch ist, von dem, was deutsch ist, von dem, wie eine Gesellschaft aussehen soll, die aber aus strategischen Gründen noch an Teilen des Systems teilnehmen, um es von innen dann zu überwinden. Und der nächste Schritt, und das ist dann der vorletzte, das sind dann diejenigen, die also hauptsächlich aus dem bewegungsförmigen Rechtsextremismus kommen, früher Kameradschaften, Netzwerke, Blatt und Anna, autonome Nationalsozialisten, ähnliche Gruppierung, der dritte Weg, die Rechte, weil die Rechte sozusagen einen Parteienstatus hat, aber sich eigentlich eher bewegungsförmig definiert. Also diejenigen, die sagen, wir wollen Revolution, wir wollen gar nicht erst am System teilnehmen, wenn nur ganz punktuell, um vielleicht mal eine Demo anzumelden. Aber unser Kampf ist auf der Straße, unser Kampf ist um die Köpfe und die Parlamente brauchen wir nicht, weil die wollen wir wegfegen. Und oft haben wir in der Forschung, der Radikalisierungsforschung gesehen, dass sich verschiedene Menschen im Laufe ihrer Geschichten innerhalb sozusagen dieses Kontinuums wahlweise radikalisieren, aber auch deradikalisieren. Das heißt, es ist nicht statisch zu sehen. Also wenn ein Mensch dort ist, könnte er sich nicht verändern, sondern wir haben immer wieder Biografien, sowohl im Bereich Ausstiegs, die Radikalisierung gesehen, aber auch zum Beispiel im Bereich Terrorismusforschung, die also verschiedene Schritte im Laufe ihres Lebens gesehen haben und erlebt haben, durchgegangen sind, mal einen Schritt weiter, mal einen zurück. Mir ist halt wichtig, dass es einen Zusammenhang gibt. Das heißt, GMF ist, wie Sie sagen, der Resonanzraum, fördert die Radikalisierung, unterstützt sie auch, bestätigt sie auch. Das ist das, worauf sie reagieren. Aber mir ist auch wichtig, da ist Bewegung drin. Und Kommunikation zielt für mich oder gibt die Hoffnung nicht auf, dass man Bewegung mittels Kommunikation eben auch zumindest unterstützen kann. Ob man sie anregen kann, darüber können wir streiten, müssen wir auch streiten. Aber aus der Ausstiegsforschung weiß man,
dass sozusagen Kommunikation ein Mittel der Deradikalisierung ist bei denjenigen, die sozusagen gewisse Vorgaben dafür haben. Darüber können wir aber im Laufe der Zeit reden. Von daher gibt es nicht den Rechten, sondern ganz unterschiedliche Gruppierungen. Das erste, und damit schließe ich ab, geht immer darum, erstmal zu differenzieren. Je weiter außen jemand ist, desto einfacher wird Kommunikation überhaupt noch möglich sein, weil man auf gewisse Dinge noch zurückgreifen kann. Je tiefer man reingeht, desto wichtiger sind Sicherheitsfragen, desto schwieriger wird das Gespräch, desto stärker ist die Gewaltbereitschaft, desto mehr müssen wir auch reflektieren, die Sinnhaftigkeit. Können wir vielleicht heute im Laufe des Abends machen. Genau, das ist Zweck der Übung heute. Ich halte noch mal fest, der äußerste Zwiebelring und der zweite Zwiebelring, da gibt es Chancen aus Ihrer Sicht, dass da möglicherweise konstruktive Kommunikation noch möglich wäre. Wenn es dann in Richtung Mitte der Zwiebel geht, wird das schwieriger. Das halten wir mal so fest zum Auftrag. Ja, aber ergänzend, schwieriger heißt nicht immer unmöglich. Darüber können wir streiten, müssen wir auch, das können auch nicht alle. Nun habe ich diesen Artikel sehr bewusst auch ausnahmsweise mal mit dem Wort Ich geschrieben, weil ich eben sozusagen biografisch aus der Aufstiegsarbeit komme und von da auch weiß, dass Aussteiger zu solchen Initiativen in der Regel nicht kommen, wenn sie fertig sind und sagen, wir wollen raus, sondern sie kommen noch in Momenten, wo sie noch sagen, wir sind rechtsextrem, aber wir sind kommunikationsbereit. Und mir geht es immer darum, diese kleine Gruppe nicht zu vergessen und da auch zu überlegen, wer kann unter welchen Kontexten, in welchen Momenten, mit welchen Mitteln, mit welchen Zielen auch diese ganz, ganz kleine, aber wichtige Gruppe tatsächlich erreichen. Da können wir uns wie so einen kleinen Teaser jetzt schon mal rausziehen, dass es auf das Setting und den Kontext ankommt bei Gesprächen mit extrem rechten Akteuren. So viel dazu erstmal zur Frage, mit wem reden wir eigentlich, Frau Professor Lenz, Sie melden sich aus Oslo. Sie forschen in Norwegen. Das ist zwar Europa, aber doch recht weit weg von uns hier. Wir sind hier alle ganz firm mit Blick auf rechtsextreme oder extrem rechte Milieus. Wir sind hier alle ganz firm mit Blick auf rechtsextreme Subkulturen in Deutschland. Geben Sie uns mal einen Hinweis bitte, wie es mit den Milieus und den Subkulturen in Norwegen aussieht. Gibt es da Unterschiede? Ja, da gibt es sicherlich Unterschiede. Und nachdem ich das jetzt gerade von Herrn Professor Borstel gehört habe, denke ich, die Landschaft in Norwegen sieht sicherlich um einiges anders aus. Zwei Eckpunkte der letzten Jahre sind natürlich, dass es rechtsradikalen Terror gegeben hat. 2011 Anna Spering-Breivik und 2019 vielleicht ein bisschen weniger bekannt nochmal Philipp Manshaus, der ja, nachdem er seine Schwester erschossen oder seine Adoptivschwester erschossen hat, dann versucht hat, in einer Moschee in der Nähe von Oslo einzubrechen. Das wurde verhindert, aber es gibt eben diese beiden Punkte, die ganz eindeutig klar machen, es gibt sozusagen so einen homegrown rechtsradikalen Terrorismus. Und in beiden Fällen ist es jeweils so eine Art Schock auch für das norwegische Selbstbild, dass das sozusagen aus dieser Gesellschaft hervorgebracht wird, weil es nachdem es in den 90er Jahren auch eine sehr aktive Neonazi-Szene gegeben hat, die dann aber auch mit viel Präventions- und Deradikalisierungsarbeit durchaus zu Ende gegangen ist oder abgewickelt wurde, kann man sagen, dass es nicht so eine organisierte Neonazi- oder rechtsextremen Szenen gibt. Die gibt es mehr in Schweden zum Beispiel. Es gibt immer wieder Versuche, da Strukturen auch in Norwegen aufzubauen. Aber man sieht, dass es auch nach 2011, nach Breivik, wo gesagt wurde, jetzt müssen wir aufarbeiten und so weiter, dass sich bestimmte ideologische Facetten und Weltbilder, kann man sagen, annähernd normalisiert haben. Und jetzt ist eben 10 Jahre nach 22. Juli, gibt es gerade eine große Debatte in Norwegen, was ist eigentlich passiert in der Aufarbeitung dieser Ideologien, gerade auch der Islamophobie. Und wo man teilweise sagen kann, das hat nicht so gut geklappt, das hat eher
sich weiter verbreitet, normalisiert. Und da sind wir natürlich genau bei diesem Punkt. Also mit wem reden wir eigentlich, mit wem müssen wir reden und wie müssen wir Sachen auch ansprechen? Mhm. Ich denke, es gibt so eine ganze Flora von speziell islamfeindlichen Organisationen, mhm. die auch immer dann an diesem Rand zwischen Meinungsfreiheit und Hassrede mhm. Entlang surfen. Eine andere ganz wesentliche Debatte in diesem Bezug in Norwegen ist eben, wo sind die Grenzen von Meinungsfreiheit ja. und Hassrede? Und das sind so Konstellationen, die in dem Bereich, in dem meine Arbeit eigentlich stattfindet, also Schule und Ausbildung, sehr viele Lehrkräfte auch verunsichern. Also wie reden wir eigentlich über Rechtsextremismus und wie reden wir mit jugendlichen Schülerinnen und Schülern, die eben auch solchen Haltungen und Ideologien Ausdruck verleihen? Können Sie noch was sagen zur Zustimmung der Norweger zu autoritären, zu menschenfeindlichen Einstellungen? Wir wissen in Deutschland da ziemlich viel drüber, weil es recht viele Studien aus Bielefeld, aus Leipzig etwa gibt. Wir haben nicht die gleichen Studien erhoben. Also in dem Projekt zur Vorbeugung von Rassismus und Antisemitismus in Schulen, in dem ich arbeite, arbeiten wir tatsächlich mit dem Ansatz gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Es gibt Studien zu Antisemitismus und Islamophobie ja. seit 2012, die gerade in Bezug auf Islamophobie eine sehr starke Verbreitung, also 36% Zustimmung okay. zu wirklich klar konspiratorischen Aussagen, die Muslime wollen Europa übernehmen. Was nicht erfasst wird, ist der Aspekt der autoritären Einstellungen. Mhm. Ich denke allerdings auch, dass von der ganzen norwegischen Kultur stark aus dem wohlfahrtsstaatlichen, einer wohlfahrtsstaatlichen Geschichte herkommt, diese autoritären Tendenzen bisher viel weniger ausgeprägt sind, als wir das in Deutschland auch durch die letzten Jahre, die Mitte-Studien und so weiter sehen. Aber das Interessante ist natürlich, wie sich diese ideologischen Versatzstücke auch triggern. Und was sehr interessant ist, ist eben, was jetzt eigentlich passiert in der Pandemie, wo auch die ganzen Faktoren von Unsicherheit, Verunsicherung und auch Abstiegsängsten und so weiter ja, nochmal sehr stark zunehmen. Mhm. Aber Studien mhm. zurzeit gibt es dazu keine. Ja. Dankeschön, Frau Lenz. Frau Djulovic, ich wollte Sie ansprechen auf Ihre letzte Phase an Ihrer Universität in Berlin. Sie haben da im Zuge Ihrer Bachelorarbeit sich auch mit einem Forschungsprojekt beschäftigt. Und ich möchte Sie bitten, uns einen Begriff zu definieren, den wir nämlich brauchen werden, ein zentraler Begriff Ihrer Arbeit. Können Sie uns sagen, was Dissenstoleranz bedeutet? Also Dissenstoleranz oder vielmehr das Verständnis von dieser Toleranz ist eigentlich, dass wir die Dissens oder diesen Austausch, diesen Widerspruch brauchen, um eben demokratische Prozesse voranzutreiben, weil wenn wir immer uns in einem Konsens befinden, quasi in der Mehrheit der Gesellschaft, dann stagniert die Entwicklung in allen möglichen Ebenen und Bereichen. Daher ist es auch extrem wichtig, sich auch im Alltag mit Personen auseinanderzusetzen, zum Beispiel aus der Schule, aus der Grundschule, die Meinungen vertreten oder zum Beispiel auch Parteien wählen, die man selber jetzt nicht mehr vertreten könnte. Aber das Wichtige daran ist halt zu fragen, warum diese Person diese Meinung ist oder diese Einstellung hat, damit man so ein Verständnis bekommt. Und das heißt aber schlussendlich nicht, dass man Rechten oder rechtspopulistischen oder sogar menschenfeindlichen Aussagen eine Bühne bieten soll. Okay. Das ist auf gar keinen Fall. Also da sollte man immer noch eine ganz klare Linie ziehen. Aber es geht, in unserem Projekt ging es zumindest um diese kleinen Dissensen, die man im Alltag hat, die man auch teilweise so in den politischen Debatten und Diskussionen erfährt. Aber es ist halt auf jeden Fall ein schmaler Grat. Wir haben uns dann im Projekt dafür entschieden, also für den Leitsatz, keine Toleranz der Intoleranz. Und haben den auch beibehalten. Und ich finde das auch für den Alltag
eine ganz gute, also eine ganz gute Methode, durch Gespräche auch manchmal zu gehen. Lassen Sie uns diesen Punkt mal oder lassen Sie mich das mal vermerken. Das möchte ich gleich mal vertiefen mit der keine Toleranz für die Intoleranten. Dankeschön. Martin Ziegenhagen, Sie sind nicht nur in Berlin tätig, sondern auch in Chemnitz, in Sachsen, und zwar als Antirassismusbeauftragter des Chemnitzer FC. Als ich das wahrgenommen habe, habe ich mir gedacht, naja, zumindest 2018 ist einer breiteren Öffentlichkeit im Sommer bekannt geworden, dass im Umfeld dieses Fußballvereins rechtsextreme Hooligan-Gruppen unterwegs sind. Dann habe ich mir gedacht, Martin Ziegenhagen, Antirassismusbeauftragter, das heißt, Sie sind, wenn Sie in Chemnitz tätig sind, andauernd dabei, mit Rechten zu reden. Ihr Mikrofon. Entschuldigung, ja. Tag erstmal. Mein Kopfschütteln haben ja alle gesehen. Nee, bin ich nicht. Ich rede nicht mit den Rechten in Chemnitz. Lass uns das so stehen lassen und gemeinsam auflösen gleich. Und ich schließe mich Larissa Botha an hier im Chat. Sie sind herzlich eingeladen, meine Damen und Herren. Mischen Sie sich ein, kritisieren Sie, grätschen Sie hier rein. Wir müssen das hier nicht unter uns alles abhandeln. Sie sind uns wichtig. Wir wollen Sie hier wortstark mit dabei haben. Bitte schön. Dies ist eine Einladung. Aber keine Toleranz dem Intoleranten, Herr Professor Borstel. Es ist eine Paradoxie, mit der wir es hier zu tun haben. Ne? Denn Menschenrechte gelten auch für die Feinde der Menschenrechte. Also anders gesagt, auch im Kern menschenfeindliche Aussagen können von der Meinungsfreiheit gedeckt sein. Wie umgehen damit? Indem wir differenzieren. Ich habe das eben gedacht, dieser Satz, keine Toleranz für Intoleranz, war ja verbunden auch mit dem Satz, wenn ich es richtig verstanden habe, keine Bühne bieten. So, und da habe ich gleich überlegt, es gibt sehr unterschiedliche Orte, wo wir von sehr unterschiedlichen Ausgangsbedingungen reden. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich in Dortmund Diskussionen mache, da haben wir zum Beispiel die Rechte, die kriegen immer so etwas unter 1%. Mit dem würde ich mich niemals auf eine Bühne setzen und denen dort ein Forum geben, dass sie dort ihr Zeugs irgendwie loswerden, weil wir dort über eine marginalisierte, begrenzte, in Teilen sektenförmige Organisation reden, die klar menschenfeindliche Ideologien vertritt, das ist bekannt, und mit denen muss ich mich nicht auf einer Bühne streiten und denen somit sozusagen so eine Bühne geben, als wäre es irgendwie normal oder als müsste man das tolerieren, sondern das sind Punkte, wo ich gesellschaftlich sagen würde, in Dortmund, klar, wir setzen auf klare Abgrenzung. Wichtig wäre mir bei der Abgrenzung, einen kleinen Korridor drin zu haben, Richtung Deradikalisierung, Ausstiegsmöglichkeit. Aber da reden wir über Profis und nicht über etwas gesamtgesellschaftlich. Völlig anders ist das aber. Und da können wir uns vielleicht streiten, vielleicht in Kontexten, wo Rechtsextremismus eben schon ein großer Teil der Normalität geworden ist. Ich mache mal ein Beispiel, wo ich sozusagen sehr, sehr viel Kritik gekriegt habe, aber auch Unterstützung. Ich habe mich zum Beispiel in Chemnitz vor 2-3 Jahren im Rahmen einer öffentlichen Fernsehveranstaltung auch mit dem örtlichen AfD-Vorsitzenden und der Vorsitzenden gestritten. Warum habe ich das gemacht? Und das war noch Fernsehen, das war live, das war im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung mit so 150, 200 Personen, auch so ein bisschen Bierzeltstimmung. Also es war ein durchaus heikles Format. Vor allem live heißt ja auch, wenn man einen Fehler macht, der bleibt. Das habe ich aus einem einzigen Grund gemacht. Nicht, weil ich die AfD für eine normale Partei halte, sondern weil es in Umfragen hieß, dass sie zwischen 40% und 50% steht. Und damit sozusagen sehr gute Chancen hatte, den Oberbürgermeister zu stellen. Es war relativ kurz vor einer Wahl. Und das ist eine andere Ausgangssituation. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt reicht es an dieser Stelle nicht, wenn wir, so wie Sie auch eben gesagt haben, nur unter uns kommunizieren, sondern das ist spätestens der Punkt, wo wir als Demokratinnen und Demokraten auch für unsere Werte einstehen müssen, wo wir die verteidigen müssen, wo wir die Grenzen klar machen müssen und wo wir auch ein Signal senden müssen an diejenigen, die noch unentschieden sind, die noch nicht wissen, wie sie sich positionieren sollen, ob sie diese Partei wählen wollen, ob das ein guter OB für Cottbus wäre oder ob man sich vielleicht doch für eine nicht menschenfeindliche Organisation entscheidet.
Und das ist für mich eine andere Ausgangssituation als in Dortmund. Das wäre für mich ein Moment, wo sozusagen Rechtspopulismus oder Rechtsextremismus, ich könnte solche Beispiele aus Anklam wählen, da habe ich sehr lange und arbeite da auch noch. Ähnliche Situationen haben wir dort. Da ist Rechtsextremismus sozusagen aus dem Kellerkorridor schon entschwunden, sondern es ist Teil der Normalität. Und da müssen wir fragen, wie wir das hinkriegen, dass wir diejenigen erreichen, die sozusagen noch nicht sich damit anfreunden wollen. Und das wird nur öffentlich gehen. Ich habe vor, mit Ihnen jetzt, Sie haben einen solchen Kontext angesprochen, vier solcher Kontexte durchzubuchstabieren unter der Überschrift mit rechten Reden, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und Sie haben jetzt angesprochen, schon auf Orte mit rechtsextremer Diskursmacht. Ein solcher Ort kann zum Beispiel auch eine Bürgerversammlung zum Thema Asyl sein. Ich selbst habe als Supporter das häufig erlebt. Wenn man in Tröglitz in Sachsen-Anhalt damit dabei ist, dann weiß man genau, wer die Diskursmacht hat. Und das sind nicht die Geflüchtete hier willkommen heißen. Die anderen beiden, drei Kontexte wäre dann das persönliche Umfeld, das ich mit Ihnen besprechen möchte, den Kontext Schule und die Frage nach gemeinsamen öffentlichen Auftritten. Bevor es jetzt aber dazu kommt, Blick auf den Chat bitte, Frau Gothe. Ich schlage mal vor, von oben nach unten, hier sind drei Wortmeldungen. Die erste würde ich gerne Herrn Ziegenhagen schenken, ist mein Gefühl. Hier heißt es, wenn man in einem unparteiischen Jugendbeirat sitzt, darf ich dann eigentlich sagen, dass ich nicht mit der AfD reden möchte, weil ich nicht mit Nazis reden möchte. Die AfD ist zumindest in Teilen eine rechtsextreme Partei, das stimmt. Müssen wir wissen, was der Jugendbeirat genau ist, wo der angebunden ist? Oder, Martin Ziegenhagen, können Sie das so schon beantworten? Das Mikrofon. Das Mikrofon wieder muss bitte... Ich lasse es jetzt einfach an, dann ertragen Sie meine Nebengeräusche, aber ich vergesse nicht, das Mikrofon ständig anzumachen. Gerne. Also sagen darf man das natürlich. Man muss damit rechnen, dass man dann einen Sturm der Empörung mindestens von Seiten der AfD erntet und auch anderer durchaus, die auf dem Standpunkt stehen, solange die AfD eine zugelassene Partei ist, ist sie sozusagen dem demokratischen Spektrum zuzurechnen und damit dann wäre dann die Bezeichnung Nazis eine üble Nachrede. Nun wissen wir alle, dass die Teile der Partei vom Verfassungsschutz beobachtet werden und man durchaus das als eine persönliche Meinung nach außen tragen darf. Die Frage ist immer, ob solche plakativen Ansagen und Aussagen konstruktiv sind und uns weiterführen in der Debatte. Aber natürlich darf man das sagen und in einem Jugendbeirat schon gar überhaupt, weil denen gestehe ich dann auch nochmal ein gewisses Ungestüm und eine gewisse Klarheit zu. Ja, danke. Die nächste Einlassung, die Ablehnung von Intoleranten, also von Personen als Ganzes, sehe ich als absolut nicht unterstützenswert. Die Ablehnung von Intoleranz, also einem konkreten Verhalten hingegen, erscheint mir deutlich wertvoller als Basis für eine Auseinandersetzung. Das klingt schlau. Die Menschen nicht ablehnen, sondern nicht die Person in den Blick nehmen, sondern die Argumente. Kann man das so übersetzen, Frau Professor Lenz? Was halten Sie von dem Ansatz? Ja, ich denke, das ist ein ziemlich wichtiger Ansatz und das klang ja eben auch schon an in dem Eingangsstatement von Herrn Professor Borstel, dass es immer noch darum geht, dass die Person ist ja nicht die Ideologie. Also auch bei Menschen mit stark verfestigten ideologischen Weltbildern haben die meistens einen Weg dahin und sie haben auch noch ein Potenzial da wieder raus. Und ich denke, das ist unglaublich wichtig als Kommunikationsansatz, diesen Spalt immer offen zu halten und den auch ganz explizit zu machen. Also dass das in dem, wir haben ja überhaupt noch nicht geklärt, wie weit man und mit wem reden will, aber in dem Moment, wo man sich entscheidet zu reden, dass das auch ganz als einen ganz wichtigen kommunikativen Ansatz zu haben, dass Person und Argument oder Ideologie oder Haltung, die da zum Ausdruck gebracht wird, was anderes sind und auch sozusagen dieses Investment in das Vertrauen. Ich glaube, du kannst auch noch was anderes sein. Also du kannst noch mehr als das Menschenverachtende sein, was hier gerade zum Ausdruck kommt. Und etwas, was ich denke, was dann nochmal sehr wichtig ist, das kam als Kontext hier bisher noch nicht so sehr zum Tragen, ist auch das mit dem Alter. Also dass ich denke, das wird umso wichtiger,
je mehr wir es mit jungen Menschen zu tun haben, Jugendlichen, teilweise ja auch noch Kindern, die können eben starke Positionen, Provokationen, aber vielleicht auch in dem Moment geglaubte Haltung zum Ausdruck bringen. Und trotzdem ist da entwicklungsmäßig noch ganz viel los, was teilweise, das wissen wir auch aus der Radikalisierungsforschung, eben verfestigt werden kann. Also dass man jemanden eben auch in eine Ecke treiben kann, indem man sagt, okay, das war's jetzt, ich schreibe dich ab, und dass man damit so eine Art Self-Fulfilling Prophecy dann auch in die Wege leitet. Nehmen Sie uns doch mal ein paar Meter mit in Ihre praktische Arbeit. Sie sind ja nicht nur in einer Hochschule, Sie sind ja auch ganz praktisch in Schulen und geben da Seminare und bieten da eben Programme an mit Blick auf, ja, wie soll man sagen, die Schule als rechtsextreme Plattform sozusagen. Und ich weiß von Ihnen, dass Ihr Ansatz also ein sehr inkludierender und kein exkludierender ist. Nehmen Sie uns ein bisschen mit in Ihren praktischen BeraterInnen-Alltag da bitte. Also dieses Projekt heißt DEMBRA, übersetzt hieße das demokratische Bereitschaft gegen Rassismus und Antisemitismus, und das ist ein Schulentwicklungsprojekt. Also wir arbeiten tatsächlich immer gleich ein ganzes Jahr mit einer Schule, angefangen von einer Art Bestandsaufnahme, wie ist da die Situation, wie sind die Herausforderungen, und arbeiten halt mit dem ganzen Personal in Bezug auf Herausforderungen, die einzelnen Lehrkräfte eben auch in ihrer Unterrichtspraxis, aber auch eben in Bezug auf eine Schulkultur treffen können. Und da kommt es immer wieder vor, oder das ist sozusagen so ein Dauerbrenner, dass Lehrerinnen und Lehrer sagen, ich habe da was, eine Äußerung oder eine Haltung angetroffen, die bei mir einfach die Rolladen runtergehen ließ, und ich wusste einfach gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Manche tauchen dann ab und tun so, als wäre es nicht passiert, und manche machen halt die Null-Toleranz-Nummer und hauen da auf den Tisch. Und da ist halt so ein grundsätzlicher Ansatz von uns, die Lehrkräfte auch in ihrer Ambiguitätstoleranz zu stärken und im Grunde erstmal sozusagen diesen Schritt zurückzuüben und zu sagen, ich brauche erstmal Zeit, um rauszufinden, mit welchem Jugendlichen habe ich es eigentlich zu tun, wie weit ist das ideologisch, und eben auch die Kontexte, dass der Klassenraum, wo alle zuhören, ganz oft gar nicht der Augenblick ist, um das wirklich, also schon mal gar nicht zu konfrontieren, aber auch nicht aufzuarbeiten. Also insofern, das mit der Intoleranz gegenüber der Intoleranz ist dann sozusagen eine Wahrheit mit Modifikationen, weil es im Grunde eben darum geht, zu den Jugendlichen immer diesen Draht zu behalten, als Person gebe ich dir noch eine Chance, und gleichzeitig im Blick zu halten, das muss man ja auch sagen, in der Klasse sind ja auch dann Schülerinnen und Schüler, die durch solche ideologischen Äußerungen getroffen werden und verletzt und gekränkt werden. Und in diesen Dilemmata eigentlich versuchen wir eben die Lehrkräfte zu stützen und da gute Strategien zu finden. Danke für diesen praktischen Einblick. Kontext Schule. Frau Djulovic, bei Ihnen ist es noch nicht so lange her, dass Sie in einer solchen waren, und auch Ihre Zeit an der Universität ist noch nicht lange her. Wie ist denn umgegangen worden zu Ihrer Schulzeit, wenn da der eine oder andere, die ein oder andere mal mit einer Thorsteiner-Jacke bei rechtsextrem beliebter Modemarke aufgelaufen sind? War das eher ein Wegducken, Verschweigen oder ein offensiver Umgang? Und wofür stehen Sie? Also erstmal muss man auch zu sagen, dass ich in Österreich in die Schule gegangen bin, auch in einer ländlichen Gegend. Es ist, glaube ich, noch ein bisschen anders als zum Beispiel in Wien, schätze ich jetzt mal. Bei mir war es zumindest so, dass ich das ganz oft vermisst habe. Also es gab ganz, ganz viel Wegducken, ganz, ganz viel Wegschauen und nicht ansprechen. Ich hatte eine Erfahrung mit einer Lehrerin, nicht mal mit einer Mitschüler, Mitschülerin, sondern wirklich einer Lehrerin. Und zwar lief die folgendermaßen ab. Während des Religionsunterrichts, also quasi römisch-katholisch, hatte ich eine Freistunde.
Und ich habe die Freistunde teilweise in der Klasse verbracht und während die anderen Unterricht hatten, habe ich meine Aufgaben an meinem Platz erledigt. Und es wurde über irgendeinen Bereich des Islams diskutiert und die Diskussion wurde irgendwann so hitzig und da meinte die Lehrerin, also sie kam zu mir her, ich habe das gar nicht gemerkt und damals gab es noch diese ganz klassischen Klassenbücher, die dicken. Und sie kam quasi von hinten, hat mir quasi leicht auf den Kopf mit dem Buch gedrückt und hat halt gesagt, Gott liebt jeden außer dich. Und das war eine Aussage, die mich, glaube ich, bis heute noch prägt. Und ich habe das auch damals meinem Klassenlehrer gesagt und der war auch empört und schockiert. Jedoch lief dann die Kommunikation weiter mit dem Direktor quasi mit dieser Lehrerin recht schwierig ab. Weil dort immer quasi gesagt wurde, es war gar nicht so ernst gemeint und ich habe dann quasi alles davor nicht ganz mitgehört, weil ich ja so vertieft war. Und bei anderen Begebenheiten war es einfach auch ganz oft so, dass die Lehrer keine Zeit und keine Kraft hatten, sich damit auseinanderzusetzen. Und eben auch diese Raumschule bzw. Klasse war auch immer sehr, sehr schwierig. Also gerade auf dem Land war ich zumindest die Einzige mit Migrationshintergrund in meiner Klasse. Sprich, die anderen konnten auch nicht dieses Gefühl am Anfang, also gerade zum Beispiel mit 10, 12 Jahren dafür entwickeln, wie das denn ist, so eine Aussage als Kind gehört zu bekommen. Und aber mit den Jahren muss ich schon sagen, dass gerade die Mitschüler und Mitschülerinnen so langsam sich auch empört haben, also auch irgendwann ein Gefühl dafür entwickelt haben. Also Ihre Eltern stammen aus Bosnien und Und ist Ihre Familie wohl muslimischen Glaubens? Genau. Jetzt verstehe ich den Kontext. Tat der Lehrerin. Okay. Naja, Handlungsbedarf ist das Signalwort. Also man sieht, es ist die Arbeit von Frau Lenz und anderer spielt eine wichtige Rolle. Ein Kontext, den ich ansprechen wollte, das wäre die Frage nach öffentlichen Auftritten. Jetzt sind wir tatsächlich alle in der Situation, dass es mal dazu kommen kann, öffentlich sich auf eine Bühne zu setzen mit einem extrem rechten Akteur. Martin, Sie machen das dann nicht in Chemnitz, wenn etwa jemand sich einfallen lässt, ach Mensch, wir setzen in Chemnitz mal... Der MDR hat das mal versucht. Wir setzen in Chemnitz mal den Herrn Ziegenhagen, den Präsident des des Chemnitzer FC und einen Hooligan auf ein Podium. Und dann wird mal diskutiert über die Menschenfeindlichkeit und das Image der Stadt Chemnitz. Da würden Sie sagen, nee, mit so jemandem nicht. Warum? Das Mikrofon. Das habe ich so nicht gesagt. Ich wurde gefragt, ob ich in Chemnitz mit den Rechten rede. Ja. Und ich rede in Chemnitz nicht bis dato nicht mit den Rechten, weil es keinen Anlass gibt, weil die mit mir nicht reden und ich keinen Anlass habe, mit ihnen zu reden, weil meine Aufgabe eine andere ist. Ich bin nicht der Beauftragte für den Dialog mit der rechten Szene in Chemnitz, sondern ich bin Antirassismusbeauftragter. Das heißt, ich habe einen präventiven Auftrag, ich habe eine konzeptionelle Aufgabe im und um den Verein zu erledigen und nach außen oder zu erreichen, dass der Verein entsprechend klare Signale nach außen sendet, dass er mit dieser Szene, die sich da den Verein nimmt und ihn instrumentalisiert für ihre Ziele und für ihr Auftreten und für ihre Gruppierung sozusagen, dass er sich damit weder identifiziert noch sonst irgendetwas, sondern das klar ablehnt. Und da gab es in der Vergangenheit in der Tat einen Verbesserungsbedarf und man hat sich nicht mit Ruhm bekleckert in der Auseinandersetzung damit, aber das kennen wir sicherlich auch von woanders her. Das ist auch nicht ganz so leicht, das gut zu machen. Und das ist meine Hauptaufgabe, also da sozusagen dafür zu sorgen, dass der Verein da seine Haltung klar Ausdruck verleihen kann. Okay, dennoch die Frage nach einer Podiumsdiskussion, zu der Sie eingeladen werden. Kulturhauptstadt Chemnitz zum Beispiel wäre ein Anlass, so ein Format ins Leben zu rufen. Wo gibt es da für Sie Grenzen? Wir wollen ja auch über Grenzen sprechen. Mit wem würden Sie sich da öffentlich auseinandersetzen und mit wem vielleicht nicht? Also ich glaube, dass ich prinzipiell redebereit bin, ähnlich wie Dirk Borstel das gesagt hat. Es kommt ein bisschen aufs Setting an und auf das, was sozusagen auch meine Möglichkeiten sind innerhalb eines solchen Gesprächs.
wenn von vornherein klar ist, dass der Gesprächspartner prinzipiell auch dialogbereit ist und sich innerhalb der Regeln des Gesprächs dort bewegt und bewegen will, dann bin ich bereit zum Dialog. Die Frage ist tatsächlich, was ist damit zu erreichen oder was kann da mein Ziel sein? Und ich glaube, dass in solchen Situationen es so ist, dass wir nie vergessen dürfen, wer der Adressat dessen ist, was wir sagen. Also ist es jetzt sozusagen tatsächlich derjenige, der da eben auf einem ganz anderen Standpunkt steht und eine ganz andere Haltung vertritt? Oder sind es eben genau die anderen, die Zuhörenden, die Umstehenden, die Teilnehmenden oder die Zuschauer und Zuschauerinnen dieser Diskussion? Ja. Will ich denen eigentlich eine wichtige Botschaft senden? Nämlich, dass der mit seinen Thesen und seiner Haltung keineswegs die Mehrheit darstellt oder dass das unwidersprochen bleibt. Denn das ist ja heute, glaube ich, schon zum Ausdruck gekommen. Also Demokratie, demokratischer Dialog lebt vom Widerspruch. Und manche Einstellungen und Haltungen bewegen sich eben trotzdem immer noch innerhalb dessen, was wir eben Meinungsfreiheit nennen und was ein hohes Gut ist und was auch gut so ist. Aber auch die Meinungsfreiheit lebt ja vom Widerspruch. Also es sagt ja niemand, dass ich dann nicht dagegen halten darf. Insofern würde es mir dabei nicht um Überzeugung gehen oder um wirkliche Auseinandersetzung mit dieser Person, sondern eher um ein klares Signal an die Umstehenden, an die Das Publikum, das kann man ja auch übertragen an Situationen in der Supermarktschlange, das kann man übertragen an Situationen am Gartenzaun, wo es gar nicht direkt um das Gegenüber geht, sondern eben um die Menschen, die herumstehen, die Unentschiedenen, die Unentschlossenen, die das eigentliche Publikum dann sind. Naja, jetzt sagen wir aber trotzdem doch immer wieder, jetzt wollt ihr hier eine Podiumsdiskussion in Chemnitz machen oder hier an der Hochschule, wollt ihr auch zwei Rechte von der identitären Bewegung einladen? Naja, gibt man denn da nicht, und was ist mit diesen beiden Argumenten, eine Plattform für rechtsextreme Positionen? Und kann es da nicht auch zu sowas wie so einer Normalisierung, Enttabuisierung rechtsextremer Inhalte kommen? Also vielleicht, Herr Professor Borstel, so einfach ist es doch nicht, dass man sagt, naja, ich rede ja für das Publikum, das nebenan steht, die Unentschlossenen. Enttabuisierung und Plattform, wie gehen Sie mit diesen Einwänden um? Ja, bleiben wir bei Ihrem Beispiel, den Identitären. Ich würde jetzt nicht an der Hochschule, wo die Identitären höchstwahrscheinlich eine verschwindende Minderheit sind, mich mit denen aufs Podium setzen und denen die Gelegenheit geben, auf einer Bühne, von mir aus im Streit, sozusagen ihre Ideologie, ihre Ziele und ihre Strategien dort kundzutun, würde ich nicht machen. Halte ich auch für demokratisch machbar, da Nein zu sagen, weil Demokratie darf auch Grenzen haben, zumindest in einem Konzept auch von wehrhafter Demokratie. Dasselbe Beispiel aber, wenn ich einen Identitären in einem Seminar sitzen hätte und wir haben dort eine Diskussion über irgendetwas und er meldet sich, dann würde ich ihn zum Beispiel nicht rausschmeißen und ich würde ihn auch nicht das Mund verbieten, sondern ich würde mich mit dem öffentlich zanken, soweit es halt geht, respektvoll in der Person und klar in der Ideologie, in der ideologischen Auseinandersetzung, klar vor allem mit Blick daraus, was folgt aus solchen ideologischen Vorstellungen für Gesellschaft, für Staat, für Wirtschaft, für Zukunftsbilder. Und da hätte ich dann tatsächlich einen menschenrechtlichen Ansatz zu sagen, er ist Student, Studentin bei mir, Bildung ist für mich ein Menschenrecht, das heißt, auch diese Person hat ein Recht auf Bildung. Sie hat sich geäußert, sie hat ein Recht auf Widerspruch. Das heißt, das wäre für mich ein komplett anderes Setting. Und genauso wie Martin sagt, ich hätte da nicht die Illusion zu denken, dass ich mit einem 10, 20, 30, 40-minütigen Streit diese Person nun aus dem identitären Kontext rausfischen könnte. Aber ich würde einerseits tatsächlich an das Umfeld ein klares Signal setzen. Ich würde andererseits eine klare demokratische Position in den Raum stellen und möglicherweise, das muss aber nicht sein, aber das ist zumindest das Prinzip Hoffnung, was ich da noch mit drin habe. Und das ist auch eine Erfahrungswert, den ich aus der Ausstiegsarbeit habe. Ergeben sich aus solchen Diskussionen häufig danach noch weitere Gespräche, weitere Momente des Dialogs, die würde ich nicht öffentlich machen, sondern sehr häufig ist es so, wenn solche Studierenden in dem Moment sich auch so ein bisschen mit breiter Brust dann äußern, die haben zumindest eine
die haben zumindest das Signal gesendet, dass sie noch kommunizieren und streiten wollen. Und manchmal ist das Beginn von etwas, was man auch die Radikalisierung nennen kann. Manchmal ist es aber auch Beginn einfach nur von Provokation und von Radikalisierung. Das kriegt man dann aber raus, wenn man im zweiten Schritt sagt, wir gehen noch einen Kaffee trinken, kommen in mein Büro. Wir sind nicht fertig geworden mit dem Streit. Ich habe Lust, noch mal eine Runde dazuzulegen. Und meine Erfahrungen sind, dass solche Gespräche häufig sehr fruchtbar waren. Ich möchte noch ein bisschen bei den öffentlichen Auftritten bleiben. Ob das jetzt über die Medien ist oder ob das eine Podiumsdiskussion in der Stadthalle ist oder ob das eine halböffentliche Geschichte an der Hochschule ist. Was ist denn mit der AfD seit 2013 auf allen Kanälen? Wie sehen Sie dieses Phänomen? Ich bleibe mal noch bei meiner These von der Enttabuisierung. Kann es nicht sein, dass etwa mit Blick auf Menschen muslimischen Glaubens hier durch diese auch oft nicht kritisch genug moderierte, diese Plattformen, es zu einer Enttabuisierung kam und dass man dann heute leichter mal von der Islamisierung spricht, vielleicht auch in der Tagesschau, was ja eigentlich ein bedrohlicher Begriff ist, ja, eigentlich ein negativ konnotierter Begriff ist. Ja, die Talkshows haben sozusagen die Partei auch mit groß gemacht. Das lag aber unter anderem auch daran, dass die Talkshows teilweise miserabel gelaufen sind. Ja. Schlecht moderiert, schlecht bis heute, im Widerspruch. Bis heute hin. Deswegen wäre ich dafür andere Settings. Und ich würde trotzdem nochmal, natürlich sehe ich auch die Radikalisierung der AfD und die verschiedenen Fraktionen und welche Flügel stärker schlagen und größer geworden sind und welche kleiner geworden sind. Natürlich reden wir in Teilen dieses Landes über eine rechtsextreme Partei mittlerweile. Wir reden aber auch über eine Partei, die in einigen Ländern die Chance hat, stärkste Fraktion zu werden. So, das heißt, wir müssen uns auch als Demokratinnen und Demokraten überlegen, wie wir das verhindern. Und ich glaube, das wird nicht gehen, indem wir nur über sie reden, sondern wir werden an einzelnen Stellen, nämlich da, wo die Enttabuisierung schon fortgeschritten ist, wo die Normalisierung schon erreicht ist, wo der Resonanzraum auch sich in Wählerstimmen sozusagen widerspiegelt, da werden wir nicht drum herum kommen, uns auch mit Vertreterinnen und Vertretern, und zwar wirklich sozusagen auch ein Stück weit zur Sicherstellung einer demokratischen Mehrheit mit diesen Personen streiten müssen. Und wie gesagt, völlig anderer Kontext in einem Ort, wo wir über eine AfD reden mit 1-2%, wo das irgendwie noch so die Personen sind, mit denen, die irgendwie sonst in der Dorfkneipe nicht gehört worden sind und jetzt in die Partei eingetreten sind. Völlig anderer Hintergrund. Aber da, wo die Enttabuisierung vonstatten gegangen ist, da müssen wir dagegen halten und da müssen wir diese Strategie auch benennen, öffentlich streiten, sagen sozusagen, was dahinter steht. Vor allem aber müssen wir dort auch, glaube ich, eigene Werte, eigene Vorstellungen, eigene Zukunftsvision auch zeigen, dass wir als Demokratinnen und Demokraten das für diese Region auch besser machen können, dass wir die besseren Antworten haben. Und diesen Streit, den möchte ich dort führen. Nicht gerne, das macht auch überhaupt keinen Spaß, aber ich glaube, dass wir das tun müssen. Bevor wir jetzt auf den Chat wieder zugehen, Frau Professor Lenz, wie ist denn die Einladungslage in Norwegen so? Ich weiß nicht, extrem rechte Akteure, die werden ins Fernsehen eingeladen, in Radiosendungen ist man da, wie in Deutschland auch immer so ein bisschen schwierig, oder ist man da offener, liberaler, toleranter? Leider ja, also leider. Leider, Sie sagen leider. Leider gehört es auch zu diesem gesellschaftlichen Selbstbild, dass die Akteure am rechten Rand, und hier reden wir eben insbesondere über die islamfeindlichen Organisationen, so marginalisiert sind, dass man sich das sozusagen leisten kann, die mal als einen Außenposten einer pluralistischen Meinungsvielfalt in Talkshows oder in die Abendnachrichten einzuladen. Und da kommen dann teilweise Situationen zustande, wo dann ein Vertreter so einer Organisation namentliche oder zur Deportation namentlich gegebener Muslime in Norwegen auffordert und das dann natürlich eine große Debatte gibt, aber das geht halt alles unter dieser Meinungsfreiheitsvorstellung und einer Vorstellung von Pluralismus, die eben Außenpositionen ertragen muss. Aber ich denke, die Normalisierung, die wir besonders in Bezug auf eine konspiratorische Rhetorik und auch Vorstellung
sehen in den letzten Jahren, die ist teilweise nicht ganz ernst genommen worden. Und dementsprechend behandelt man die sozusagen als eine Meinung unter anderen und nicht als eine menschenfeindliche Äußerung, der, wenn man ihr eine Plattform gibt, dann in aller Deutlichkeit widersprochen werden muss, sondern es ist sozusagen eine Vorstellung, wir brauchen das ja auch noch für so ein breites Spektrum, als ob sich das sozusagen dann selbst regulieren würde, aber das tut es eben nicht, weil der ganze Kontext, und ich denke, worüber wir auch noch vielleicht zu wenig geredet haben, ist das, was eigentlich im Internet vorgeht. Also dass das einfach da Resonanzböden und Echokammern sind, die vor denen einfach auch die Äußerungen dieser geschulten Akteure eine ganz andere Bedeutung haben als in einer, ich sag mal, ganz normalen, demokratischen, pluralistischen Debatte. Und das ist, denke ich mal, sehr stark unterschätzt worden und wird auch weiterhin noch sehr stark unterschätzt. Ja, vielen Dank. Wir schauen mal auf den Chat, Frau Bothe. Was wir übersehen haben, war der Hinweis auf und die erste Ausgabe dieser Web-Talk-Reihe, Stichwort gewaltfreie Kommunikation. Da sehe ich hier im Chat diesen Hinweis. Dazu gibt es eine ganze Folge, die Frau Bothe ins Leben gerufen hat. Da finden Sie bestimmt noch eine Vertiefung, wen das interessiert, hier in dieser Web-Talk-Reihe. So, jetzt haben wir drei Fragen, Einlassungen hier anlegen. Die erste: Wie schaffe ich es im beruflichen Kontext, allen Parteien die gleiche Möglichkeit zu geben, bei Podiumsdiskussionen vor einer Wahl sich zu äußern? Ja, das passiert ja. Ne? Die AfD ist ja bei allen Wahlforen immer mit dabei, ohne rechten Tendenzen der AfD eine Bühne zu geben. Ne? Ich glaube, wenn die AfD da ist, ist auch die Bühne für die rechten Tendenzen bereitet. Wie bleibe ich dabei, so demokratisch alle einzubinden, aber gleichzeitig die Veranstaltung nicht abdriften zu lassen? Auf den Moderator kommt es an, auf das professionelle Setting, auf die anderen DiskussionsteilnehmerInnen, die eben dann Paroli geben können. Denn Sie sagen, Herr Borstel, dass die rechte Tendenz geäußert wird auf der Bühne, ist nicht das Problem. Problem ist das schon. Es ist auch nicht angenehm. Ich habe irgendwie so einen Doppelhall hier drin. Also wie Sie sagen, es kommt da auf den Widerspruch drauf an. Wenn die AfD auf einer Bühne sitzt, muss man damit rechnen, dass man auch was Menschenfeindliches hört. Ja. Umso wichtiger ist es, das als solches zu kennzeichnen. Umso wichtiger ist es, zu widersprechen. Und umso wichtiger ist es, da, wo es um konkrete Themen geht, und das ist ja bei Wahlforen, auch einfach die Unterschiede sehr deutlich klarzumachen. Und das geht sehr häufig, indem man vor einem Blick in die Zukunft wirft. Nämlich zu überlegen, was geschieht denn eigentlich, wenn sich so ein Programm durchsetzen würde? Wie sähe das für diese Stadt eigentlich aus? Welche Konsequenzen hätte das eigentlich sowohl sozusagen für eine Stadt an sich, aber auch für einzelne Gruppen? Und selbst da, wo man mal Momente hat, wo die AfD auch mal was Richtiges sagt, das kann ja mal passieren. Ja, wenn also die AfD sagt, es regnet und es regnet, dann kann ich ja nicht sagen, die Sonne scheint. Aber spätestens dann sozusagen trennen sich die Wege, wenn wir in die Zukunft schauen, welche Visionen haben wir eigentlich von Gesellschaft, wie wollen wir zusammenleben. Und da sozusagen die Unterschiede deutlich zu machen, halte ich für eine sehr demokratische Haltung. Aber wie gesagt, es bleibt der Pferdefuß. Das ist ja das Problem an der Geschichte. Wenn Sie die AfD auf dem Podium haben, muss man damit rechnen, dass sie dort auch als AfD spricht. Deswegen ist es vorab gut zu überlegen, muss sie tatsächlich mit drauf? Ist der Kontext so, dass wir nicht auf sie verzichten können oder dürfen? Und das würde ich tatsächlich auch von Ort zu Ort, von Situation zu Situation sehr unterschiedlich handhaben wollen. Da habe ich jetzt einen ganz wichtigen Praxistipp, eine Handlungsempfehlung rausgehört hier im Grundkurs mit rechten Reden, nämlich hartnäckig nachfragen. Wen meinst du denn mit Ausländer? Meinst du die polnische Pflegerin, die deine Mutter pflegt? Sie widersprechen? Ach, widersprechen nicht kann man machen, aber ich will auch denen sozusagen nicht nonstop die Gelegenheit geben, sozusagen in ihren Themen zu bleiben.
Ich mache das mal am Beispiel Cottbus, was ich vorhin gesagt habe, dieser öffentlichen Veranstaltung. Da geht es einfach darum, wenn wir einen AfD-Oberbürgermeister haben und wir schauen uns an, welche Chancen hat diese Stadt eigentlich im Strukturwandel. Und eine der großen Chancen heißt Universität, Forschung, Neuentwicklung, sozusagen Strukturwandel. Da macht es einfach einen sehr großen Unterschied, ob wir als Stadt, Gesellschaft ein Signal setzen der Offenheit. Offenheit heißt zum Beispiel, Universität lädt internationale Koryphäen ein, bindet sich ein, schafft es, dass internationale Studierende sich in dieser Stadt wohlfühlen, dass sie dort vielleicht auch studieren, dass sie dort vielleicht bleiben, Firmen gründen, Ideen entwickeln, am Strukturwandel teilnehmen. Oder wollen wir eine völkische Stadt sein, wo Universität, also Bildung auch international gedacht ist, das kann man das ja gar nicht mehr denken, überhaupt keine Chance hat. Das würde aber bedeuten, dass sozusagen für diese Stadt mit einem AfD-Oberbürgermeister das Signal gesendet würde, sowohl an internationale Studierende als auch an internationale Forscherinnen und Forscher, geht um Gottes Willen irgendwo anders hin, aber nicht dort. Und über solche Punkte muss man dann streiten, weil das ein Signal setzt zu sagen, in welcher Stadt wollt ihr denn in 20 Jahren leben? Wollt ihr diese Stadt haben oder wollt ihr eine andere Stadt haben? Und diese Unterschiede deutlich zu machen, dann auch zu sagen, du stehst für diese Richtung, ich stehe für die andere, lass uns streiten in dieser Stadt, wer die Mehrheit hat und wo wir als Stadt hinwollen. So stelle ich mir das unter anderem vor. Dankeschön. Ich möchte aber nicht die ganze Zeit über, wer ist jetzt Ausländer oder Muslime, Nicht-Muslime und so weiter. Das bringt uns doch auch nicht weiter. Das ist für mich auch geklärt, habe ich auch keinen Klärungsbedarf. Im Chat heißt es, ich bin auch der Meinung, Rechten keine Bühne zu bieten, aber sie suchen sich diese dann selbst, zum Beispiel in Thema oder Ostwitz bei Rechtsrockkonzerten. Was sollte man dann dagegen tun? Spätestens die Stadt muss sich mit denen auseinandersetzen. Also Thema und Ostwitz sind beides Kommunen, die sehr sensibel sind mit Blick auf diese rechtsextremen Anmelder dort in Thüringen und in Sachsen. Diese Frage hebt jetzt ab auf sozusagen den bewegungsförmigen Rechtsextremismus, früher mal die klassischen Kameradschaften. Martin Ziegenhagen, Sie kennen sich aus mit diesem Milieu. Was sollte man dagegen tun? Oder sagt man, trefft euch ruhig da auf der Wiese, macht eure Musik und wir gucken da nicht genauer hin? Beides. Beziehungsweise das eine ist, ist häufig nicht zu verhindern, weil die Veranstaltungen entweder ganz offiziell angemeldet sind und eben auch genehmigt wurden, weil man keinen Grund gefunden hat, nicht kreativ genug war. Da gibt es vielerlei Möglichkeiten, warum diese Veranstaltungen zustande kommen. Ostritz hat da jedes Jahr mit zu kämpfen, auch die anderen Orte, wo so etwas passiert. Und in der Folge haben die sich dann aber auch hingesetzt und haben sich überlegt, okay, wenn die da ihre Veranstaltung machen, was setzen wir dann hier dagegen oder können wir dagegen setzen? Und dann sind ja Bürgerfeste entstanden, dann sind ja große Veranstaltungen entstanden, wo die Stadt klare Signale gesendet hat. Also ich spreche jetzt speziell von Ostritz, wo ganz eindeutig klar war, dass diese Veranstaltung dort in diesem Landgasthaus, wo ein rechtsextremes Kampfsportfestival stattgefunden hat, dass das nichts mit unserem Ort und unseren Einwohnern zu tun hat und nicht unsere Haltung widerspiegelt. Ostritz ist nicht rechtsextrem, Ostritz ist kein Ort für rechtsextremen Kampfsport. Ostritz steht für Vielfalt und Toleranz und für die Demokratie. Und das haben die mit diesem Bürgerfest ganz klar gemacht. Und das wird jedes Jahr stärker und größer und wird immer mehr wahrgenommen. Die Organisatoren professionalisieren sich von Jahr zu Jahr. Also eigentlich konnte diesem Ort fast nichts Besseres passieren als so ein Erweckungserlebnis, weil ich beispielsweise in der letzten Woche gerade ein Kommunikationstraining mit dem Organisationskreis in Ostritz gemacht habe und erlebt habe, wie viel Herzblut da entstanden ist, wie viel Politisierung da stattgefunden hat, wie viel Demokratieverständnis da gewachsen ist und wie stark man da sich wirklich auseinandersetzt mit dem, was da ja tatsächlich passiert. Nicht diese paar Spinner, die sich da die Nase blutig hauen und der Rest, der drumherum steht und sich die Hucke vollsäuft, sondern was da sozusagen an gesellschaftlicher Bedrohung stattfindet, welche Grundbedürfnisse von Menschen da unter Umständen in Gefahr sind und. Also all die vielen Dimensionen drumherum, die das eigentlich gefährlich machen und die so subtil sozusagen mittransportiert werden. Darum kümmern die sich, das haben die erkannt und darauf zielen die ab mit ihren Veranstaltungen. Insofern, das ist für eine Stadt ein Schockmoment und darin liegt aber immer eine Chance. Krise ist immer Chance und die Städte, die diese Chance ergriffen haben, die haben in der Regel auch
die Rechtsextremisten mit der Zeit zurückgedrängt. Also das ist ein Erfolgserlebnis. Aber das ist prozesshaft. Das braucht Zeit und Kraft und Engagement. Wichtig ist, Engagement ist da. Das gibt es immer wieder zu sehen. Beeindruckend auch, und das ist, glaube ich, eine Bedingung für so ein Gelingen, ist der breite Schulterschluss. Also dass die Kirche mit der sächsischen CDU in einem Boot und noch anderen Akteurinnen. Bevor ich hier noch einen Punkt habe, würde ich gern Frau Professor Lenz bitten, auf eine Chatmeldung zu reagieren, nämlich welche Kommunikationskonzepte gehe ich mit bewusst, also wende ich an, wenn ich bewusst provozierende Aussagen von SchülerInnen höre. Das ist Ihr Spezialgebiet. Beraten Sie bitte eine fiktive Lehrerin. Was soll sie tun? Ich würde das Wort auch noch mal vorher an Herrn Borstel geben, der darum gebeten hatte, aber vielleicht komme ich dann auf die Frage zurück. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Herr Professor Borstel, bitte. Also, ich wollte es noch ganz kurz machen, weil wir gerade waren, man kann das aus so Orten wie Wunsiedel so gut lernen, denen es tatsächlich gelungen ist, sozusagen diesen jährlichen Zug durch die Stadt zu verhindern. Und nur ergänzend zu Martin, Wunsiedel hat das auch noch mit viel Humor gemacht. Und Humor ist so eine große Stärke, die man entwickelt. Und humorvolle Menschenfeinde findet man tatsächlich extrem selten. Das geht aber nur aus einer Position, aus einer sicheren, sozusagen gestandenen Position heraus. Und das sind so viele Möglichkeiten, die dann auch richtig Spaß machen. Pardon, dass ich mich gemeldet habe. Frau Lenz, ja, da gebe ich noch schnell einen oben drauf, weil Ostritz hat es ja auch mit Humor im letzten Jahr gemacht. Frau Lenz gleich. Die Ostritzer haben ja alle, wirklich alle Biervorräte im Umkreis aufgekauft, privat. Und die Nazis hatten nichts mehr zu trinken. Und das war wirklich eine super Aktion und hat denen auch schwer aufs Gemüt geschlagen. Also solche Sachen entstehen da eben auch. Und Frau Lenz, in den Wohnsiedel kam es eben zu solchen Aufmärschen, weil dort das Grab von Rudolf Hess liegt. Frau Professor Lenz, was raten Sie unserer hilflosen Lehrerin jetzt mit dem Provokateur in der ersten Reihe? Na, sicherlich ist die gar nicht so hilflos. Ich denke, auch hier ist es nochmal interessant, den Kontext genauer anzugucken. Also wir unterscheiden eigentlich ganz oft zwischen spontan entstehenden Situationen, wo es eigentlich in einer Unterrichtssituation oder vielleicht auch auf dem Schulhof um was ganz anderes geht und plötzlich kommt dann so ein Raushauer oder so ein Spruch oder sowas. Da ist es dann ganz oft, wir nennen das auch so ein Panikaugenblick oder Hot Moment, wo es dann wirklich darum geht, für die Lehrkraft erstmal sich Zeit zu verschaffen und durchaus auch ganz authentisch zu sagen, das schockiert mich jetzt, das gehört hier jetzt aber nicht hin, wir kommen darauf zurück. Dass es oft einfach das Beste ist, nicht zu versuchen, dem jetzt in der Sache zu begegnen oder zu argumentieren oder sowas. Eine andere Situation ist in Situationen, die auch absehbar sind. Also ganz oft entstehen solche Äußerungen ja auch, was weiß ich, im Sozialkundeunterricht, wenn es eben um bestimmte Themen geht. Also wenn das Thema Einwanderung ist oder Islam oder Sexualität, also ein ganz häufiges Thema, wo solche provozierenden Aussagen kommen, ist halt zum Beispiel auch Homosexualität. Da empfehlen wir eigentlich eine viel langfristigere Strategie, dass es gar nicht unbedingt zu dem Hot Moment kommt, sondern dass es auch darum geht, so bestimmte Klassenregeln oder Kommunikationsregeln in der Klasse zu etablieren, die nämlich genau das absichern, dass wer auch immer sich jetzt an dem Gespräch beteiligen will, muss sich an bestimmte Spielregeln halten. Und diese Spielregeln handeln auch davon, die Gleichwertigkeit aller Beteiligten zu akzeptieren. Und das heißt auch, dass man, wenn man solche Regeln zum Beispiel auch mit den Schülerinnen erarbeitet hat, ist es eine ganz andere Voraussetzung, die auch einzufordern und zu sagen, hör mal, das ist jetzt eigentlich was, worüber wir geredet haben. Das entspricht jetzt nicht diesen Spielregeln. Möchtest du das nochmal modifizieren? Und man kann sozusagen die,
die nicht in der Sache argumentieren, sondern eigentlich auch sozusagen in Bezug auf die Spielregeln. Mhm. Die andere Sache ist natürlich, wenn zum Beispiel Behauptungen kommen, also Thema Fake News ist jetzt ja auch ganz viel. Also dass Schülerinnen und Schülern auch jetzt zum Beispiel in der Corona-Pandemie plötzlich mit Sachen kommen, die sie aufgeschnappt haben und so weiter, dass dann auch der Schritt zurück und nicht das Argumentieren, sondern eigentlich auch die Frage, also die interessierte Nachfrage, woher hast du das jetzt eigentlich? Wie siehst du das? Also warum interessiert dich das eigentlich auch so? Also ein schwedischer Kollege Christa Mattsson, der redet von empathischer Neugierde, mhm. die eben eigentlich auch nicht einfach abkanzelt, sondern sagt, das ist jetzt ja mal eine steile These. Kannst du dazu was mehr sagen, woher du das eigentlich hast? Das alles setzt allerdings voraus, dass die Prämisse ist, diejenige der Frage, das sind Schüler, die provozieren, die vielleicht auch was gelesen haben und ganz unsicher sind und jetzt mal gucken, wie reagiert eigentlich die Lehrerin, und die dann eben nicht kriegen, jetzt gibt es einen ganz großen moralischen Aufschrei. Also Moralisierung ist sowieso, glaube ich, auch was Fatales in solchen Situationen, sondern eigentlich eher eine Möglichkeit, da auch mit dem eigenen Gesichtsbewahren wieder rauskommen zu können. Okay. Also das eine, Zeit kaufen, Spielregeln und auch die interessierte Nachfrage und das die Möglichkeit geben, aus bestimmten steilen oder provozierenden Thesen selber vielleicht reflektierend oder nuancierend wieder rauskommen zu können. Dankeschön. Ich wollte Herrn Ziehenhagen dazu gerne hören, weil er sich gemeldet hat, aber auch Frau Djulovic fragen, der schulische Kontext noch nicht so lange zurückliegt. Wie hört sich das für Sie an? Praktikabel? Also ich finde es auf jeden Fall praktikabel, weil ich gerade zum Beispiel in der Oberstufe dann einen Klassenlehrer hatte, bei dem wir genau solche Konzepte oder halt so Regeln erstellt haben. Also wir haben dann quasi einmal die Woche einen Klassenrat eingeführt, ging halt eine Stunde, dafür ging halt natürlich eine Deutschstunde verloren und wir mussten halt Stoff in den anderen Stunden. Das ist halt auch ein ganz, ganz extremes Problem, dass man im Lehrplan diese Zeit dafür nicht bekommt einfach und dafür einfach andere Unterrichtsinhalte darunter leiden müssen oder halt Stunden wegfallen, also so gesehen. Auf jeden Fall hat es aber sehr, sehr geholfen, weil wir hatten gerade am Anfang, als wir neu zusammengewürfelt worden sind, als Klasse ganz, ganz starke Probleme, also untereinander. Und die konnten sich dann innerhalb eines halben Jahres mehr oder weniger komplett auflösen. Und also ich habe das als sehr gut befunden, so eine Strategie. Zum Kontext Schule noch, Martin Ziegenhang. Ja, ich will jetzt gar nicht noch einen oben draufsetzen, aber was mir dazu eben so eingefallen ist, ist, das ist ja im Grunde genommen, hier geht es um das kleine Einmaleins der Pädagogik auch. Mhm. Und vielen Lehrerinnen und Lehrern ist das manchmal gar nicht so klar. Und das ist ja auch ein Schockmoment, wenn sowas kommt. Und dann kriegen die plötzlich so eine riesen Last auf die Schulter und glauben, sie müssten jetzt die perfekte Antwort haben. Ja. Deswegen ist die Idee mit dem Zeitkaufen immer gut, sozusagen, um da auch mal sich kurz einmal durchzuschütteln und nach der Antwort zu suchen. Aber im Grunde genommen ist es relativ einfach. Es geht darum, eine Grenze zu setzen und dann aber auch wieder ein Angebot zu unterbreiten, weil das ist Pädagogik, ja, klipp und klar zu sagen, ich bin damit nicht einverstanden, ich möchte das hier nicht hören, ich finde das nicht. Und auf der anderen Seite aber schon, das sagte ja Frau Djulovic vorhin auch schon, dann zu gucken, was sind denn die Gründe, was steckt denn eigentlich dahinter, was motiviert denn eigentlich, das zu sagen, und das sozusagen dann eben auch als Chance zu nehmen, das im Unterricht zu thematisieren, oder es eben tatsächlich, weil es gerade nicht in den Stoff passt und bestimmte andere Dinge jetzt im Vordergrund stehen, zu gegebener Zeit wieder aufzugreifen oder denjenigen dann eben nochmal einzeln anzusprechen. Mhm. Also das Prinzip, den Irrtum ablehnen, aber den Irrenden anzunehmen, sozusagen, um das christlich zu formulieren, ist hier ganz wichtig. Und das haben leider, ist jedenfalls meine praktische Erfahrung aus den vielen Lehrerfortbildungen und Lehrerinnenfortbildungen,
viele der Kollegen und Kolleginnen in dem Moment nicht auf dem Zettel. Ja? Also weil das so aufgeladen ist und so, da sie sich selbst so eine hohe Erwartung an sich selbst stellen, wie sie mit dieser speziellen Situation jetzt umzugehen haben, dass sie aufs Naheliegende nicht kommen. Das Naheliegende ist zunächst mal die eigene innere Haltung und den klaren Widerspruch zum Ausdruck zu bringen, auf eine saubere, konstruktive Art und Weise. Und dann aber schon auch ein Signal zu senden, sich zu interessieren, was steckt da eigentlich dahinter, welches Gefühl, welches Bedürfnis zeigt dieser Mensch eigentlich? Und wo kann ich da einladen? Ja. Lenz wollte auch nochmal gerne dich ergänzen, wenn ich mal den Moderator ersetzen darf. Wir werden jetzt autonom moderieren. Es geht um diese Krise als Chance, Perspektive. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass die pädagogischen kleinen Krisen, die Schockmomente, ganz oft eine pädagogische Chance sind. Und ich wollte noch mal auf dieses, dass das dann immer das auf Kosten des Lernens geht. Also vielleicht manchmal auf Kosten des Lehrplans, aber also ich würde ganz unbedingt argumentieren, dass das aus einer Demokratie-Lernperspektive so unglaublich wichtige Momente sind, vielleicht die goldenen Augenblicke, die man in der Klasse auch haben kann. Und ein ganz großes Thema für uns sind im Moment zum Beispiel Konspirationstheorien, die ja florieren, die schon vor der Pandemie, aber durch die Pandemie auch noch mal mehr florieren. Und was für großartige Klassenraumsituationen das manchmal gibt, auch zu dekonstruieren, wo eigentlich der Unterschied ist zwischen kritischem Denken und konspiratorischem Denken. Weil ganz viele kommen jetzt eigentlich auch mit sozusagen missverstandenem kritischem Denken an und glauben, dass sie eigentlich etwas zum Ausdruck bringen, was ganz, ganz wichtig ist, um nicht mit dem Strom zu schwimmen und nicht Mainstream zu sein und so weiter. Und da gehe ich auch mit Herrn Borstel sehr stark mit, dass es da darum geht, das eigentlich sozusagen konstruktiv zu wenden und zu sagen, wo ist da eigentlich ein legitimes Anliegen vielleicht auch? Und wo ist das legitime Anliegen, kritisch sein zu wollen oder auch zu sehen, wo jetzt Machtmissbrauch zum Beispiel stattfindet und so weiter. Wie weit geht das dann eigentlich und wo trifft eigentlich eine Logik ein, die um was ganz anderes geht und wo man eben wieder auch von falschen, von Fake News und alternativen Wahrheiten manipuliert wird. Und ich denke, das sind Lernaugenblicke, die über ganz viel Lehrplanstoff hinweg wichtig sind. Dankeschön. Frau Czulowicz, dazu noch bitte. Genau, weil ich gerade eben ein bisschen gemerkt habe, dass es vielleicht falsch rübergekommen ist. Also als ich meinte, es ist auf Kosten des Lehrplanes. Bei uns in Österreich ist es zumindest so, dass wir die Zentralmatura haben. Sprich, ganz Österreich schreibt die gleichen Abi-Klausuren. Und es ist ein gewisser Stoff vorgegeben und man kommt quasi mit dem normalen Lehrplan, mit der normalen Lernstunde schon kaum hinterher. Also wir mussten dann teilweise wirklich mehrere Förderstunden zusätzlich zum eigentlichen Unterricht nochmal einführen, die Woche. Also das war der Punkt. Und der andere Punkt, also den Sie auch angesprochen haben, Frau Lenz, dass das in der Schule ganz extrem wichtig ist. Also meiner Meinung nach sollte das auch fast schon ein eigenes Fach sein, also mit quasi politischer Bildung, Geschichte in Kombination. Das wäre so mein absoluter Traum für alle Generationen, die jetzt kommen, weil gerade auch im Sinne von Medienkompetenz, also das wurde auch schon ganz kurz angeschnitten, dass quasi im Netz auch eben diese Verschwörungstheorien rumkursieren oder auch sich quasi rechte Gruppen bilden, sei es auf Facebook, sonst wo oder zum Beispiel auch unter YouTube-Kommentaren. Also wie da teilweise auch Leute manche Sachen posten, ist einfach unglaublich. Und ich finde, dass quasi ein bisschen vergessen worden ist, zumindest von der bildungspolitischen Seite, dass obwohl wir junge Generation Digital Natives sind, können wir das nicht immer 100% einschätzen. Also gerade was irgendwie Fake News etc. betrifft. Also ganz viele Kinder auch, also im jungen Alter, wo du ja auch beeinflussbar bist, wo du vieles nicht ganz so kritisch siehst, weil du auch noch nicht so viel Lebenserfahrung hast, da wird den Kindern und Jugendlichen kaum ein Werkzeug an die Hand gegeben, also von den Lehrkräften oder auch vom privaten Umfeld, weil
sich alle da auch noch nicht richtig gefunden haben. Also gerade Fake News, also dass man vielleicht im ersten Schritt irgendwie schaut, woher kommt der Inhalt, also was ist die Source. Dann stimmt die überhaupt, also die Behauptung überhaupt, dass man mal kurz auf Google eingibt, also diese Stichwörter und mal einfach so 3-4 Seiten durchschaut. Und ganz wichtig finde ich auch, sich dann zu überlegen, gerade bei Fake News, was für eine Emotion löst sie mir aus? Weil gerade, wenn wir über rechte Narrative sprechen, wollen die meistens irgendeine ganz starke Emotion in einem auslösen, sei es Aggression, sei es Wut etc. Und wenn das bei mir quasi so eine Emotion auslöst, kann man dann durchaus sich selber fragen, ist es denn jetzt wirklich Wahrheit, ist es Fakt, ist es neutral oder ist es dafür gemacht, um zu emotionalisieren, um es also quasi auch diese Diskussion darüber zu polarisieren. Und ich finde gerade solche ganz spezifischen Tools werden uns jungen Menschen ganz, ganz selten an die Hand gegeben. Und wir müssen es uns ganz oft selber so ein bisschen beibringen oder halt in außerschulischen Bildungsprojekten irgendwie machen. Und das finde ich halt sehr schade. Frau Czulowicz, Sie müssen unbedingt noch einmal eingeladen werden, und zwar dann am 21. April. Das wird nämlich der vierte Teil dieser Reihe sein, wo es exakt und ausschließlich um die Sphäre Internet dann gehen wird. Aber danke für diesen sozusagen Vorausblick schon. Herr Borstel, den vierten Kontext wollte ich mit Ihnen noch verhandeln oder mit uns allen, nämlich das persönliche Umfeld, in der es kommen kann zu einer Konfrontation mit einem extrem rechten Akteur. Persönliches Umfeld, damit meinen wir Familie, Verein, Schule, Hochschule, die Arbeitsstätte, die Nachbarschaft, das Internet. Sie schreiben in Ihrem Text, Vorsicht, überzogene Erwartungen sind kontraproduktiv. Es ist nämlich so, dass politische Sozialisationen, Glaubenssätze und Ideologien sich in der Regel nicht durch Gespräche wegzaubern lassen. Sagen Sie uns was zu diesen überzogenen Erwartungen an solche Gespräche. Ich erlebe das häufiger bei Kolleginnen und Kollegen oder auch im privaten Umfeld, dass man denkt, so, wenn man einmal geredet hat und jetzt mal gesagt hat, wie es wirklich ist, dann muss doch aber die Gegenseite auch darauf das jetzt akzeptieren. Und mir geht es darum, dass man diese Erwartung eben nicht haben darf, sondern also politische Meinung, Einstellung, Sozialisation sind lange Sozialisationsprozesse. Das kennen wir alle. Und zu glauben sozusagen mit den zwei Fakten und dem einen Argument und dann noch das Beispiel dazu, dann ist das Böse verschwunden. Und das, was man selber denkt, das vermeintlich Gute sei dann da, das ist halt eine Illusion. Okay. Was aber, glaube ich, trotzdem sinnvoll ist, und das ist vielleicht auch eine Klammer ganz vieler, fand ich jetzt auch sehr spannender Position, ist, es geht ja darum, in solchen Kontexten einfach sehr authentisch zu bleiben. Und zum Authentischen gehört dann eben auch einfach mal es im Zweifelsfall auch mal knallen zu lassen an so einem Familienfest. Also Nein zu sagen, will ich hier nicht hören. Wir können über alles reden, aber darüber können wir nicht reden, habe ich hier an dieser Stelle keine Lust zu. Mhm. Oder auch die Gelegenheit zu nutzen, den Onkel oder die Tante oder wen auch immer noch mal zur Seite zu nehmen und zu sagen, unter vier Augen, das ging mir eben sowas von auf den Geist, da will ich mit dir noch mal nachlegen. Wie kommst du darauf? Was soll das? Ich sehe das anders. Ja. Aber auch das, aber ich habe noch eben zu diesem Online, weil ich das so spannend fand, von dem, was Sie gesagt haben. Da gab es gerade eine Untersuchung aus Spanien, die ganz spannend ist, weil die NGOs sozusagen analysiert haben, deren Online-Aktivitäten, also NGOs im Bereich Demokratieförderung, Antirassismus, und haben festgestellt, dass weit über 80% der Internetaktivitäten sich sozusagen in der Auseinandersetzung und vermeintlichen Bekämpfung des rechtsaußenstehenden in Klammern Feindes, Anführungszeichen sozusagen beschäftigt. Aber es relativ wenig Aktivitäten geht, die sozusagen die eigenen Einstellungen, die eigenen Entwürfe, die eigenen Bilder tatsächlich auch stark macht. Das heißt, das wäre ein Punkt auch zu sagen, es darf nicht dabei bleiben, sich nur abzuarbeiten und denen damit noch mehr Raum und noch mehr Forum und noch mehr sozusagen Stimmung zu geben, sondern mir ist wichtig auch tatsächlich die eigenen Positionen stark zu machen, im Kleinen, im Familienfest, online. Es ist noch mal komplexer, deswegen gut, dass es noch eine Veranstaltung gibt, wo wir da noch mal nachlegen, aber das nicht zu vergessen. Nein, das ist aber genauso im sozusagen als Lehrkraft, wie auch immer, ob man dann in der Schule oder in der Hochschule ist, ist auch fast egal, oder in einem Fußballstadion. Also der Punkt des Authentischen, wo also klar ist, da steht eine Persönlichkeit hinter dieser Position, ist manchmal, glaube ich, viel, viel wichtiger als dann das, was tatsächlich aus dem Mund dann raus, konkret rauskullert, weil es noch mal ganz anders ankommt.
da sozusagen auch Bildungsstrategien zu entwickeln, die viel stärker wieder hingehen zur Persönlichkeitsentwicklung, sozusagen zu einer Bürgerin, einem Bürger, einer Person, die sozusagen für demokratische Werte einstehen kann. Dafür wäre ich auch sofort bereit, sämtliche Lehrpläne dieser Welt gewaltig zu entrümpeln, weil ich glaube, wenn wir sozusagen Schülerinnen und Schüler hätten, die so aus der Schule rauskommen, das wäre ein echter Gewinn. Und das andere kriegen wir vielleicht später nochmal hin und einiges ist ja vielleicht auch gar nicht so notwendig. Die verbleibenden 8 Minuten hätte ich jetzt noch 2 Punkte auf dem Zettel und wir wollen nochmal in den Chat schauen. Die 2 Punkte haben beide so ein bisschen Resümee-Charakter jetzt, wo ich Sie bitte doch auch nochmal Gedanken zu bringen, die wir jetzt schon gehört haben. Herr Professor Borstel, die Frage nach der Zieldefinition unter unserer Überschrift Gespräche mit der extremen Rechten. Was hat man? Sie haben uns aufgeschrieben, man soll ein Ziel haben vorher, bevor ich in so ein Gespräch gehe. Genauso wie ich um den Kontext weiß, um das Setting weiß. Was sind das für Ziele? Oder ist es nur eins? Nö, die Ziele sind, glaube ich, abhängig wiederum vom Kontext, weil sich das gar nicht trennen lässt. Also manchmal geht es darum, tatsächlich demokratische Positionen stark zu machen, dafür einzustehen, sie zu verankern. Es gibt andere Kontexte, das sind nicht die öffentlichen in der Regel, sondern das sind eher die kleineren Gespräche, privaten, sozusagen begrenzten Gesprächen. Da kann es konkret auch um Deradikalisierung, Auseinandersetzung mit Ideologien gehen. Es gibt wieder andere Foren, da geht es darum, sich mit Vertretern der sogenannten Rechten, wir hatten ja gesagt, die gibt es nicht, sondern es gibt eine ganz unterschiedliche Form, mit denen zu streiten, mit dem Blick auf Zweite, Dritte, vor allem auf Bystander, das heißt auf die, die unentschlossen sind, also auf die sozusagen auch den Teil von gesellschaftlicher Mitte, die wahlweise zu der einen oder auch zu der anderen Seite umschwenken können. Das heißt, je nach Kontext, je nach Person, aber das ist mir auch, vielleicht kann das auch zu kurz, auch, das hängt auch von Tagesform ab. Das hängt ja auch davon ab, ob ich das als Person selber gerade kann, ob ich das auch will. Also auch von dem, was ich selber mitbringe, hängt es ab, welches Ziel ich definieren kann. Wichtig ist mir, nochmal die Botschaft zu glauben, dass man mit einem einfachen Gespräch sofort eine Wirkung hat. Das halte ich halt für eine Illusion. Und das führt manchmal zu so Enttäuschung. Jetzt habe ich mit dem gestritten und da glaubt es immer noch. Da vielleicht der Hinweis drauf aus der Aussteiger- oder aus der Deradikalisierungsperspektive. Viele Aussteiger haben berichtet, dass es genau solche Gespräche waren, an die sie sich später erinnert haben, die Zweifel ausgelöst haben. Und Zweifel ist der rote Faden für Deradikalisierung. Das heißt, selbst dann, wenn es nicht sofort eine Wirkung, öffentliche Wirkung erzielt, wer gibt schon gerne zu, dass er Unrecht hat oder dass er gerade zweifelt oder unsicher geworden ist, ob das, was man geglaubt hat, richtig ist. Selbst dann kann es eine Wirkung haben, die sich später konstruktiv wieder zeigt. Und wenn es keine Wirkung hat, was haben wir denn verloren? Dann haben wir uns halt mal gestritten. Mhm. Das ist auch Demokratie, finde ich auch in Ordnung. Der Fundamentalist darf nicht zweifeln. Dann gibt es Schwierigkeiten, wenn er anfängt zu zweifeln. Richtig. Frau Bothe, bevor ich jetzt meine letzte Frage an alle 4 Referentinnen... Toilette. Ich würde gerne nochmal da anknüpfen, weil ich glaube, dass mit dem Zweifel und der Langfristigkeit, das verweist auch nochmal zurück auf diese Frage der Gespräche im privaten Bereich. Weil ich denke, dass wir manchmal auch die Illusion haben, dass das Argumentieren das Wichtigste ist. Also das sozusagen die Vorurteilsforschung sagt uns ja ganz klar, dass der kognitive Anteil nur ein Anteil ist, aber der affektive, emotionale Anteil eigentlich der viel zähere und auch schwieriger, also Learning and Unlearning Prejudice, also das wieder zu ändern, erfordert viel mehr Affektives als Kognitives eigentlich. Und da, glaube ich, sind diese auch die privaten Gespräche, dass man nicht die Hoffnung hat, da geht jemand jetzt irgendwie überzeugt und ach, das habe ich vorher nicht gewusst und endlich hast du es mir gesagt davon. Ja. Aber wir nennen das teilweise auch den Flaschenpost-Moment. Also dass da teilweise etwas in der auch Erfahrung von Gleichwertigkeit in der Auseinandersetzung, und da geht es wieder um diese Intoleranz und Toleranz, dass man als gleichwertig in der Uneinigkeit adressiert wurde, das ist, glaube ich, im Privaten wie auch in semi- und öffentlichen Gesprächen ein ganz wichtiges Element, das nicht zu unterschätzen ist. Und das ist sozusagen auch das, was Erwartungen eingrenzen muss, weil das
ist meistens nicht sofort wirksam. Dankeschön, Frau Professor Lenz. Frau Bothe, bevor die letzte Frage abgefeuert wird, Blick in den Chat, haben wir was Wichtiges vergessen? Ich habe jetzt Statements gesehen, aber so richtig eine Frage nochmal war nicht dabei. Oder meinen Sie, wir müssen nochmal hier etwas an die Referentinnen herantragen? Nein, ich glaube nicht. Also es waren jetzt keine Fragen. Ich glaube, es waren einfach nochmal Ergänzungen, vor allem zu dem Bereich Schule, aber vielleicht auch nochmal die so eine, ja, eine Anmerkung zum Thema auch vielleicht aus der Geschichte lernen. Zu schauen, ob nicht da auch nochmal vielleicht manches uns auch für heute noch helfen könnte. Oder? 3 Minuten vor Schluss, meine Damen und Herren. Die Überschrift unserer Zusammenkunft hier lautete: Gibt es Grenzen der konstruktiven Kommunikation? Und genau die Frage möchte ich Ihnen jetzt reihum stellen. Wo liegen denn die Grenzen in der Kommunikation mit extrem rechts? Martin Ziegenhagen, Frau Professor Lenz, Herr Professor Borstel, Frau Czulowicz, Sie sind alle aufgerufen. Wer möchte, vielleicht macht Martin Ziegenhagen den Anfang. Wo liegen die Grenzen? Die schwierigste Frage ganz am Schluss und dann bitte in 10 Sekunden beantworten. Wir haben 23 Sekunden gebe ich. 23 Sekunden. Also ich sehe sozusagen, ich kann nur wieder auf das verweisen, was wir schon gesagt haben. Es kommt auf die Situation, auf Setting an, sozusagen auch auf die Ziele und auf den Adressaten. Das ist alles gesagt worden. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, der große oder einer der großen Helden der Kommunikationstheorie, Paul Watzlawick, hat gesagt, man kann nicht kommunizieren. Insofern kann man es dann ja dann auch gleich versuchen, vernünftig zu machen. Also tatsächlich eine konstruktive Diskussion von selber in Gang zu setzen, beziehungsweise sich da zu versuchen, konstruktiv zu verhalten und sich nicht provozieren zu lassen und eine klare Haltung zu vertreten und eben vom Widerspruch aus sozusagen zu argumentieren und klar zu zeigen, wo man steht und wo die eigene innere Grenze steht oder sozusagen die Organisationsgrenze, je nachdem, in welchem Rahmen man sich da bewegt. Und von dort aus dann natürlich sich auch anzuhören, was die andere Seite zu sagen hat. Und dann, wie Dirk Borstel gesagt hat, auf die wirklichen Themen einzugehen, deren Ziele zu entlarven, deren Menschenfeindlichkeit, deren Demokratiefeindlichkeit deutlich zu machen und nicht sich auf Einzelscharmützel und Unterthemen sozusagen ziehen zu lassen. Und dann kann man diesen Dialog auch durchaus führen. Frau Professor Lenz, dieselbe Frage an Sie. Wo sehen Sie Grenzen? Ich denke, der große Unterschied ist, ob es eine Kommunikationssituation ist, in der überhaupt auf irgendeiner Form von Beziehungsebene oder direkter Kommunikationsebene ein Prozess stattfinden kann oder verschiedene Szenarien, die wir jetzt hier auch abgeklappert haben, wo eigentlich eine Instrumentalisierung zu befürchten ist. Ja. Also wo ich eigentlich selber gar nicht mehr in der Hand habe, ob ich irgendwelche Nuancen oder Zweifel oder sowas einziehen kann, sondern eigentlich selber zum Instrument einer Vorführung werde. Und das ist insbesondere natürlich in so Situationen, wo das Gegenüber eine Annahme oder auch tatsächlich eine Art Diskurshegemonie einnimmt. Ja. Und ich vielleicht dann teilweise auch abschätzen muss, traue ich mir das jetzt zu, also zum Beispiel noch sachlich demokratisch zu argumentieren oder ist es auch eine Frage des Selbstschutzes, dann da einfach nicht reinzugehen, weil es droht dann einfach nur zu einer Bestätigung der Ohnmacht auch oder der eben dieser ideologischen Positionen zu werden. Ja, danke schön. Also ich denke, Selbstschutz ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt da drin. Nehmen wir auf. Das kann jetzt, wie gesagt, gerne ein bisschen redundant werden und nochmal wiederholen, was wir herausgearbeitet hatten. Frau Czulowicz, wo liegen für Sie die Grenzen? Die Grenzen liegen für mich ganz klar dann, wenn eine Gruppe zum Beispiel marginalisiert wird, diskriminiert wird, wenn mein Weltbild auch teilweise so ein bisschen angegriffen wird. Nicht in dem Sinne, dass ich quasi direkt auf die Barrikaden gehe, aber sobald ich stutzig werde in meinem Weltbild, frage ich gerne nach.
Aus dem Grund, weil ich eben die Haltung der anderen Person verstehen möchte. Es geht jetzt nicht darum, dass alle meine Haltung annehmen müssen, aber es kann auch sein, also angenommen, ich spreche nicht mit Rechten, also mit den Pauschalrechten, wie man es ja so gerne mal sagt, sondern mit einer Person, die etwas aufgeschnappt hat, die in einem Punkt eher ein konservatives Weltbild hat, dann kann sich auch meine eigene Sicht so teilweise verändern, wenn ich quasi eine Perspektive mehr aufgegriffen habe. Okay, danke dafür. Und an Sie, Herr Professor Borstel, nochmal die Frage nach den Grenzen. Opferschutz ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Ich würde jetzt keine Opferveranstaltungen machen im Beisein der Täter, die sich dann womöglich darüber lustig machen oder ähnliche Dinge. Dazu gehört, finde ich, ganz wichtig, den Punkt Selbstschutz, also auch zu überlegen, was löst es in mir aus, kann ich damit umgehen? Löst es möglicherweise, wenn ich selber zum Beispiel aus einer Opferperspektive blicke, gibt es Möglichkeiten der Traumatisierung, löst es was auf, kann ich das, traue ich mir das zu, ist ein wichtiger Punkt. Sicherheit würde ich nicht ganz außen vor lassen, kann zumindest jeden, wenn wir sozusagen das Kreismodell von Anfang nehmen, je weiter wir reingehen, kann das ein Thema sein. Ich würde jetzt nichts machen, wo ich sozusagen nicht sicher bin oder weiß, dass andere, die teilnehmen, auch sicher sind. Und ansonsten tatsächlich auf Setting. Das heißt, wenn ich merke, das ist ein Setting, wo ich keine Chance habe, dass die Regeln eingehalten werden, wo ich merke, dass Moderation nicht funktioniert oder die Gegenseite nur dafür da ist, die Bühne sich zu nehmen, ohne dass ich eine Möglichkeit der Gegenwehr habe, dann gehe ich natürlich nicht auf diese Bühne. Und ansonsten ist es immer auch einfach eine freiwillige Entscheidung. Also auch zu sagen, traue ich mir das zu? Das ist für mich Teil von Selbstschutz. Also mir geht es nie darum zu sagen, alle müssen das tun, sondern mir geht es immer darum, dass einige, die sich das zutrauen, in guten Settings die Gelegenheit haben, das zu tun. Dazu gehört für mich dann aber auch, dass diejenigen, die sich dann trauen und man meint, das Setting hätte es gegeben, denen auch die Chance zu geben, dass sie dann eben auch mal einen Fehler machen, dass sie dann auch mal nicht so gut dastehen, dass es vielleicht auch mal eine Situation gibt, die man vorher falsch eingeschätzt hat, dass wir also auch da eine Toleranz entwickeln bei denen, die es aus guten Gründen versucht haben und dann auch das falsch gemacht haben, dass die zumindest eine Chance haben und dann nicht sozusagen von allen Seiten nur ja, den Kübel sozusagen Dreck über den Kopf kriegen. Auch das wäre mir wichtig und auch Teil von Demokratie zu sagen, also auch wir dürfen Fehler machen und die, die es versuchen, dürfen Fehler machen. Das sagte der Dortmunder Politikwissenschaftler Dirk Borstel in der dritten Ausgabe der Web-Talk-Reihe Konstruktive Kommunikation in der Demokratie. Diesmal unter der Überschrift Mit rechten Reden gibt es Grenzen der konstruktiven Kommunikation. Hinweis auf die nächste Sendung, meine Damen und Herren, am 21.04. dann zwischen Politik, Talk und TikTok, konstruktive Kommunikation und die Rolle der Medien, dann unter anderem mit der Wirtschaftskommunikationsprofessorin Stefanie Moldhagen-Schnöring. Ich danke ganz herzlich den vier Referentinnen. Herzlichen Dank, Frau Professor Claudia Lenz, und alles Liebe an dieser Stelle nach Oslo. Dankeschön, Adela Djulovic, für Ihre Teilnahme. Dankeschön, Professor Dirk Borstel. Herzlichen Dank, Martin Ziegenhagen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Interesse und die Teilnahme an der Diskussion. An diesem Laptop-Mikrofon verabschiedet sich jetzt von Ihnen Bastian Wirzjoch vom Bayerischen und vom Mitteldeutschen Rundfunk. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Dankeschön, ich habe was gelernt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.